Mahlzeit, ihr Schlawutzkis, Gnomenbrigade wieder hier. Heute fahre ich nochmals das geile New Mexico Schlachtschiff. Rang 6 bei den Amerikanern. Spezifikation habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ich weiß, die Reichweite ist bei 14,3 Kilometer. Oder 14,7? Ne, ich glaube 14,3 Kilometer war das. Ich habe jetzt zwei Gefechte gemacht und die liefen alle blendend. Wirklich hervorragend. Und es ist für mich mit eines eigentlich der geilsten Schlachtschiffe überhaupt hier in dem ganzen Spiel. Die Feuerkraft ist wirklich immens. Wie man sieht, ich habe vier Drillingstürme. Der einzige Nachteil ist halt wirklich die doch kurze Reichweite für diesen Bereich hier. Gerade bei Schlachtschiffen. Also man muss ziemlich nah ran. Hält aber natürlich auch dementsprechend viel aus. Ich habe eine ziemlich gute Panzerung. Und ja gut, wenn jetzt natürlich so Kollegen wie Bismarck und Co. Mir gegenüberstehen, wird es ein bisschen knifflig. Muss ich halt zusehen, dass sie mich nicht da über den Jordan schießen hier. Aber wir gucken mal, was jetzt hier irgendwie geht. Wie gesagt, New Mexico. Ah, oder Mexico? New Mexico? Eigentlich spricht man das X ja wie ein Ch aus. Ja. Mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen. Ich fahre jetzt mal bei A herum. Ich fahre also um die Inseln herum. Ist nicht unbedingt das cleverste. Ich will aber auch nicht bei A reinfahren, denn da ist mir das alles zu eng. Und ich hätte auch zu C fahren können oder zu B. C ist natürlich ziemlich weit entfernt und ich bin nicht sonderlich schnell. Ich fahre ja maximal hier nur 22 Knoten, wie man gerade sieht. Aber das ist schon mit 5% Geschwindigkeitsboost. Das ist eine Signalflagge, die ich drin habe. Ansonsten fahre ich, glaube ich, so 21,5 ungefähr. Ich habe noch mein Aufklärungsflugzeug hier. Das werde ich natürlich sorgsam einsetzen. Das erhöht meine Reichweite, glaube ich, nochmal extra um 3 Kilometer. Komme ich natürlich auch nur auf 17,5 ungefähr. Gucken wir mal, was haben wir denn da? Nürnberg. Wer ist denn Petrosilis? Petrosilis Zwackelmann. Ja, das sagt mir irgendwas. Das ist aus irgendeinem, weiß ich nicht, Kindertrickfilm oder irgendwie Kindergeschichte. So, wir sind schon die Zerstörer. Obwohl, sie haben auch nur 3. Obwohl, 3 sind immer noch 3 zu viel. Darth Newbie. Okay. Northern Comfort. Naja, wenn man ein bisschen Bescheid weiß, Insiderwissen hat. Southern Comfort war auch so ein Whisky, oder? Northern Comfort. Okay, hier brauche ich jetzt den Jäger noch nicht rausholen, denn der Typ war 20 Kilometer entfernt. Da würde er auch mit dem Aufklärungsflugzeug die Reichweite. Hab ich Jäger gesagt? Aufklärungsflugzeug würde die Reichweite auch nicht reichen, um da zu treffen. Das heißt, wahrscheinlich wird jetzt erstmal hier ein, zwei Minuten gar nichts großartig passieren. Denn so lange brauche ich ungefähr, um die Insel zu fahren. Und dann zwischen die Lücke so schauen zu können. Ja, da sehe ich jetzt was. Man könnte es ja mal probieren. Natürlich extrem weit vorhalten. Und er hat noch genug Zeit, um eigentlich abzudrehen. Ich treffe trotzdem immerhin dreimal. Mit der falschen Munition, aber das darf mich jetzt erstmal nicht interessieren. So, nach aller Zeit ist es moderat, sag ich mal. Also auch nicht länger oder kürzer als bei anderen jetzt in dem Sinne. Ich meine, klar, so ein, zwei Sekunden machen schon was aus, aber hier bin ich jetzt so weit entfernt von allen anderen. Tja, die Haruna hätte ich noch treffen können, aber ich wollte jetzt auch nicht anhalten hier, weil ich will endlich um diese Insel herum hier. Da vorne ist auch noch einer. Ich weiß nicht, was der T-22 Zerstörer da macht. Wahrscheinlich wartet er. Oh, na, Comfort ist tot. Ich hoffe, dass ich vielleicht die Haruna treffen kann, wenn ich hier durch die Lücke schaue. Falls ich denn rechtzeitig da bin. Ah, wir haben auch schon 3 verloren, die S2. Und unser Zerstörer versucht, glaube ich, irgendwie dabei zu bleiben. Das war jetzt eigentlich ziemlich blöd. Aufklärungsflugzeug in der Luft. Ich krieg meine Geschütze ja nicht höher als das der Felsen ist hier. Der Berg. Gut, das jetzt sehe ich vor mir was. Die Königsberg. Echt jetzt? Nein! Okay, auf die kann ich auch nicht schießen. Gerade verschwunden. Zu lange gebraucht.
Das heißt, ich muss natürlich jetzt immer so ein bisschen navigieren. Wen kriege ich zuerst dran? Wo schieße ich zuerst hin? Und lohnt sich das überhaupt? Oder warte ich lieber noch ein paar Sekunden? Der ist weg, den hat er sich selbst geholt. Schön gewartet. Und der war auch noch so doof und fährt da rein. Der hat ihn auf jeden Fall schon irgendwie mitbekommen. Zumindest seine Silhouette. Er wurde geortet. Ich glaube, mein Jäger läuft hier ab, ohne dass ich auch nur einen Treffer landen werde. Natürlich, je mehr ich drehe und irgendwelche Manöver mache hier, desto langsamer werde ich. Man kennt es ja, brauche ich glaube ich nicht extra erwähnen. Aber jetzt habe ich vielleicht gleich ein bisschen Glück. Ich darf nur nicht vergessen, dass vielleicht die Hälfte meiner Geschütze, ja, wie man sieht, hier noch gegen den Felsen zeigt. Jetzt probiere ich es mal hier. Ich glaube, der hält. Der fährt nicht schnell. Vernichtender Schlag. Okay, ich sag mal, das Warten hat sich gelohnt. Ausnahmsweise. Oder einer versucht die aufzufrischen. Ich sehe gerade die Graf Spee. Kurz vorm Abnippeln. Natürlich hat es auch einen Nachteil. Gut, ich habe einen versenkt. Schön sein Lager getroffen, aber sein Munitionslager, meine ich natürlich. Jetzt bin ich natürlich so weit auch von allen anderen entfernt und ich bin auch so langsam, dass es natürlich eher knifflig wird. Und beide Seiten haben gleich viel verloren an Schiffen. Jetzt haben wir noch einen verloren. Ich dachte mir auch schon, der wird wahrscheinlich verrecken. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, ob der einen Wassereinbruch hatte oder einen Brand, aber ich glaube, es war ein Wassereinbruch. Ich muss mir jetzt irgendwo hier durchmanövrieren. Aber ich meine, wir haben noch ziemlich schweres Kaliber unterwegs hier. Und nicht zu vergessen, ich habe noch keinen Treffer erhalten. Ich habe noch volles Leben. Aber die haben immer noch zwei Zerstörer. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Es könnte auch noch spannend werden hier. Ja, ich bin gerade heute. Also heute bin ich ein bisschen ruhiger hier. Heute lief so gut. Da bin ich entspannt. Aber ich gebe schon zu, dass mich gerade hier. Was mich gerade stresst, ist einfach, dass ich so langsam bin. 40 Fire. Wer ist der 40 Fitter? 6 Ecke, was ist das denn? 4 Filter. 4 Fitter? Was? Ich versuche es gar nicht mehr auszusprechen. 4 Frittator. Ja. Jetzt ist mein Jäger natürlich nicht bereit und. Ansonsten könnte ich auf die Cleveland schießen. Nebenbei muss ich aber noch durchmanövrieren hier. Das ist auch ein bisschen blöd. Alle Stationen brauche Feuerunterstützung. Jemand schluckt die Mineralwasser hier. Die Stimme zu befürchten. So, jetzt könnte ich gleich loslegen. Abschätzen, also ich glaube, der dreht so ein bisschen. Ich denke, ich habe zu weit vorgehalten, oder? Nee. Kein Treffer. Das war jetzt auch ein gutes. Also hat man gut gesehen, wie natürlich auch die Tarnung, der Tarnanstrich, funktioniert. Manche denken, oh, das ist einfach nur, die sind so schmal, die Schiffe, aber nee, das ist natürlich die Tarnung, die natürlich dafür sorgt, dass. Wenn man gerade Pech hat, man selber nicht treffen kann. Und ich meine, die waren verhältnismäßig nah dran. Ich bin mir sicher, dass die Tarnung verhindert hat, dass ich ihn jetzt getroffen habe. Das gibt ja bis zu. Oh. Ich will nichts Falsches sagen, ich glaube 5%. Das macht schon was aus. Und wenn je mehr natürlich draufschießen, irgendwann ist man natürlich derjenige, der. Vielleicht kann ich hier noch einen Lackerkill machen. Irgendwann ist man derjenige, der halt mal nicht trifft. Ich glaube, ich kriege hier einen Lackerkill. Ja, kaputt ist kaputt, ne? Gegnerische Schlachtschiff versenkt. So. Was ist mit dem da? Ah, scheiße. Getroffen hätte ich ihn wahrscheinlich auch noch. So ungefähr da wäre er jetzt gewesen, wenn er nicht abgedreht hätte.
Wer ist der? Gazgul Taraka. Auch ein interessanter Name, muss ich mal ehrlich sagen. Ja, und immer noch keinen Schaden erhalten hier. Der Kollege hat auch nicht getroffen. Gut möglich, dass auch das meiner Tarnung zu verdanken ist. Noch über 1,5 Minuten, bis mein Aufklärungsflugzeug wieder bereit wäre. Da ist noch einer. Ja, ich glaube, ich werde gerade gerammt. Naja, das war zu weit vorne. Ich werde nicht gerammt. Ich wurde tatsächlich irgendwie vor mir. Dieser scheiß Typ vor mir. Okay, er hält gerade an. Ich gehe mal zurück, weil ich will den irgendwie noch treffen. Muss natürlich warten, bis nachgeladen ist. Ich meine, wenn ich jetzt wirklich, sagen wir mal, 3, 4 Treffer, da reichen eigentlich 2. Also wenn wir 2, 3 Treffer raufkriege, echt weghauen, dann müsste der weg sein. Das sieht gut aus. Zack! Ja! Ich dachte mir, das wird da noch was. Tja. Kirishima, wird nix. Immer noch keinen Schaden erhalten. Wollte ich gerade sagen. Jetzt kriege ich den ersten Schaden ab und der ist nicht mehr vom Gegner. Was noch eine New Mexico? Nicht mehr zu sehen. Okay, das ist jetzt also 4 gegen 3. Aber immerhin keinen gegnerischen Schaden erhalten. Aber jetzt wird es wohl anders sein. Jetzt wird sich das wohl ändern. Oh ja, da kriegt doch ein bisschen was ab. Ne, der steht ja hinter den Typen. Mensch, na ja, richtig Glück. Und ein Treffer. Ja. Aber was ich so in den letzten Monaten auch gemacht habe, ist mich auch natürlich damit zu beschäftigen. Dazu muss man natürlich auch eine dementsprechende Grafikeinstellung haben, darauf zu achten. Ich achte viel auf den Schornstein. Und natürlich, ich schieße auch nicht unbedingt immer sofort, wenn es gerade bereit ist, weil ich darauf achte, wenn ich mir nicht sicher bin, fährt das Schiff, bleibt es stehen, bewegt es sich, in welche Richtung bewegt sich das Schiff, ne? Und wenn man einige Schiffe länger gefahren ist, dann kann man auch ungefähr abschätzen, wie schnell die sind. Das macht sich auch ganz gut, deswegen. Bei Zerstörern kann ich das nicht, so, weil ich die was entsorge, so wie sie fertig modifiziert sind. Bis auf die Japaner vielleicht. Aber die Russen versuche ich immer ganz schnell loszuwerden. Und ich habe immer noch keinen gegnerischen Schaden abbekommen. Und wir sind jetzt schon, weiß ich nicht, 13, 14 Minuten hier im Gefecht. 13 Minuten, glaube ich, ne? Das sieht auch nicht schlecht aus. Ja, das war ordentlich. So, jetzt wird's hier langsam ein bisschen eng. Mal schauen, dass mein Geschütz. Eigentlich wollte ich jetzt auf ihn zufahren, in der Hoffnung, dass meine Sekundärgeschütze und der erste gegnerische Schaden kommt rein, dass meine Sekundärgeschütze anfangen zu schießen, aber ich mache das jetzt halt so hier. Zumal der ist so schön da. Noch ein bisschen genau. So viel wie möglich treffen. Blapp. 7 Treffer und fast weg, der Kollege. Der kriegt ja noch einen Kill hin. Aber es könnte knapp werden. Freut immerhin nicht auf mich. Up, und der ist weg. Ach, das war gar nicht der. War jemand anderes. Ich habe irgendeine Explosion gehört. Ich dachte, das war die Kirishima gewesen hinter mir. Jetzt Aufklärungsjäger. Jetzt muss man natürlich auch wieder Aufklärungsflugzeug in der Luft. Gucken, wen nehme ich zuerst. Dementsprechend natürlich abschätzen. Wir brauchen mal wirklich ein gutes Einschätzungsvermögen. Aber so, wenn er den Kurs so hält, dann wird er ungefähr da reinfahren. Sollte er zumindest. Wir ja gleich sehen. Jo, immerhin ein Treffer. Also nicht ganz akkurat gezielt. Ist aber auch schwierig, wenn die natürlich in eine bestimmte Richtung fahren, auf eine bestimmte Art und Weise. So, sag mal so, leicht nach links oder rechts, schräg nach vorne.
wie hier. Obwohl das ja noch geht. Schon Schlimmeres gesehen. Okay, das hat besser gesessen. Hier habe ich besser, wie man sieht jetzt, besser abgeschätzt. 7 Treffer, das ist ganz gut. Das ist wirklich gut. 12 könnte ich haben und also über die Hälfte an Treffer ist schon ganz ordentlich. Ja, aber ich muss sagen, ich habe noch nie 12 Treffer gehabt. Also mit einer Salve, weil ich meistens keine Salven schieße, sondern ja Dauerfeuer. Hinhauen. Die andere New Mexico kommt jetzt auch näher. Das heißt, ich muss mich jetzt auf die vordere konzentrieren, da mein Aufklärungsjäger jetzt zurückgekehrt ist, wo meine Reichweite nicht mehr reicht. Unser Sieg ist in Sicht. Aber immer interessant, wenn man bedenkt, wie langsam alles vonstatten ging am Anfang und erstmal sich bis auf einen Kill ja gar nicht viel bewegt hat hier, gar nicht viel passiert ist. Das sieht auch recht gut aus. Ja, oh, 5 ist okay. Ich sag mal, bei so viel Geschützen 5 Treffer ist vollkommen in Ordnung. Zumal er nicht auf mich zufährt, sondern von mir weg. So. Oh, das könnte was werden. Das könnte was werden. Hm, 5 Treffer haben also nicht gereicht. Den Brand hatte er gelöscht. Er hätte jetzt den Brand nicht löschen können und so hätten, glaube ich, meine Treffer auch gereicht, weil in der Zeit, bis das angekommen wäre, ja, wie auch immer. Ich denke auch, dass der Typ da vorne den jetzt wegmacht. Nee, er wurde weggemacht. Aber ich glaube, die Kirishima ist noch am Start hier. Lebt er immer noch? Leckt mich doch im Arsch. Ich fühle, dass ich den nicht killen werde. Weil ich den gleich noch, wer lackt. Irgendwer lackt sich den gleich noch. Ich sehe schon. Alter, leckt mich doch im Arsch. Tatsächlich. Ich glaube, den schaffe ich jetzt auch nicht, denn. Wieso haben wir schon über 900 Punkte? Der hat noch recht viel Leben hier. Er ist ja Schnippi. Schnippi. Aber auch das hier ganz gut gesessen hier. Gut, ich lasse ihm den Kill, mein Gott. Das ganze Gefecht war recht ordentlich hier. Über 50 Treffer. Ist, finde ich, okay. Ist ein guter Durchschnitt. Ja, ja. Warum schießt er auf mich? Er schießt auf den anderen, der hat doch weniger Leben. Ob ich hinaus will, ist, den könnte er wohl eher treffen. So, jetzt habe ich meine Salve rausgefeuert. Mal gucken, wie viel reintrifft. 7 Treffer. Also bis 8 habe ich schon gehabt. So 9 ist eher sehr selten. Und so alles drüber habe ich noch gar nicht gehabt. Glaube ich. Kann mich nicht entsinnen. Ja, wir haben auch gleich gewonnen. Ich weiß nicht, ob ich noch schaffe, überhaupt eine Salve hier abzufeuern. Überhaupt nochmal zu feuern. Aber okay, 3 versenkt, das ist ganz ordentlich. Du mich auch da hinten. Ah! Oh, wir haben gewonnen. So, ich hoffe, dass ich vielleicht so 70.000 komme. 80.000, über 80.000 Schaden, okay. Unterstützer und vernichtender Schlag. Wie sieht's denn in der Teamwertung aus? Erster. Schöne Sache, ja. Hab mir auch Mühe gegeben, war. So. Unterstützer, 6, ja, mindestens 6 gegnerische Schiffe beschädigt. Okay, habe ja nicht mitgezählt, aber kommt ungefähr hin.
Ich glaube, dann können wir uns gleich nochmal die Spezifikation angucken. Die habe ich, glaube ich, gar nicht durchgegeben. So. Was haben wir denn hier? Ehret den Helden. Schöne Sache. So, also in Dienst gestellt wurde das recht altertümliche Schiff, obwohl es für mich noch modern aussieht. 1918, wie man sieht hier. Und platziert, bla bla bla. Und wie man hier sieht. Raumbatterie viermal, jetzt, ja, ich zeig's gleich nochmal. Aber es sieht schon geil aus, dafür, wenn man bedenkt, dass es fast 100 Jahre oder vor 100 Jahren in Dienst gestellt worden, ne? Natürlich wurde es modernisiert nach und nach, aber das kommt schon ungefähr hin. Hauptbatterie, wie gesagt, vier Drillingstürme an 356 mm und Höchstgeschwindigkeit 21 Knoten. Steht hier, da ich aber diese Signalflaggen drin hatte, war ich natürlich ein bisschen schneller. Flakbewaffnung sieht man auch ordentlich, wirklich viel Flak hier mit bei und auch die Sekundärgeschütze sind nicht wenig. So, ich hole mir mal schnell den Container noch ab hier, das nehme ich einfach mit. Oh, diesmal ein bisschen mehr als sonst. Sonst im Durchschnitt habe ich hier eigentlich nur meine Signalflaggen drin, fünf am Stück. Und schon länger kein Supercontainer mehr bekommen. Zeitlang habe ich den fast jeden zweiten Tag bekommen, so ungefähr bei, ja, so also alle sechs Kisten ungefähr. Aber jetzt ist das gerade nicht der Fall hier. Und Signalflaggen. Ja. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch beim Zocken. Bis demnächst. Ciao, ciao.